Willkommen zurück zu die Super Bibliophile. Ich habe Mandy mittlerweile einige Monate Zeit gegeben, um das Buch, welches sie sich bestellt hatte, zu lesen. Und ich bin heute hier, um zu schauen, ob sie es schon gelesen hat. Was machst du denn gerade, Mandy? Geht dich voll nicht an. Zeig mal. Aber Mandy, das heißt doch Super Bibliophile. Hast du denn das Buch mittlerweile schon gelesen? Den Buch? Ganz genau. Ey, nee, ich schwöre auf RTL ist neue Sendung, die ist voll gut, nein, ne? So geht das nicht weiter. Den nehme ich jetzt mit. Ey, bist du doof oder was? Mein Laptop! Ey, Alter! Bisschen doof, hab ich ja noch mein Smartphone. Mandy, höre ich da etwa, dass du noch dein Handy hast? Ne. Doch. Ne. Doch. Ne. Doch. Ne. Doch. Ne. Gib mir dein Handy. So, liebe Mandy, und jetzt fängst du an zu lesen. Ich habe dir auch extra ein Buch mitgebracht, das dir bestimmt gefallen wird. Bitte schön. Ich warte, dass du anfängst zu lesen. Was will ich machen, wenn ich nicht lese? Wenn nicht, dann verbrenne ich deinen Laptop und dein Handy. Ey, willst du ein paar auf Maul oder was? Willst du nie wieder Internet oder was? Alter, lese ich. Das ist ein Scheiß. Buchnazi, ey. Geht doch. Ey, das ist voll krass. Buch über den Vater von den Justin. Ich schwör. Ey, Justin! Komm mal bei Mama. Hier ist voll so alte DVD über Vater. Nein, Mandy, dieses Buch ist nun wirklich nicht für Kinder. Justin, bleib in deinem Zimmer und spiel weiter. Hast du gesehen, dass ich dir ein paar Bücher mitgebracht habe? Meine Arbeit hier ist offensichtlich getan. Wie man sieht, hat die Literatur wieder einen Menschen mehr von sich überzeugt und glücklich gemacht. Ein Hoch auf die Bücher und... ich wünsche Mandy weiterhin viel Spaß mit dem Lesen. Ich mache jetzt Feierabend. Auf Wiedersehen. Das kommt jetzt aber nicht in die Sendung.